Mauern hier sind kalt und die Wände haben Augen. Seit Jahren immer dasselbe, ich verliere meinen Glauben. Das Helmbett ist unbequem, doch ich hab mich dran gewöhnt, dass der Neue ständig schnarcht, während er stöhnt. Als er ankam, war alles anders, sein Kopf poliert nur hochglanz, mit Muskeln als Kopf, sodass es mir sehr schnell hochkam. Hey, wir sprechen nicht viel, und wenn dann nur leise. 9 Uhr geh ich arbeiten, Außendienst, der schläft weit. 18 Uhr bin ich zurück, 19 Uhr das bekannte Knacken der Tür. Er liegt immer noch im Bett, ich dusch noch schnell und wofür? Er ständig den roten Sack vor unserem kleinen Fenster hat. Ich bekomm selten was mit, bekomm nur draußen Sonne ab. Aber ich schaff das schon, ich komm hier auch wieder raus. Bisher hat alles geklappt, komm halt durch und verschnau. Das Wasser war's auf meiner Haut, Perl ist doppelt verkalkt. Obwohl der Knast in dem Dorf steht, in der Nähe vom Wald. Aber was ist, wenn morgen nichts ist? Wenn es morgen vorbei ist und du noch nicht frei bist. Was ist, wenn die Welt morgen stoppt? Aber ich schaff das schon, irgendwie schaff ich's schon. Was ist, wenn morgen nichts ist? Was ist, wenn die Welt morgen stoppt? Der Platz in unserer Zelle beträgt nur 4 Quadratmeter. 12 stehen mir zu, aber wen juckt schon ein Verräter? Manchmal kommt die Visite, ich kann sie vom Fenster aus sehen. Und der Chef zeigt denen dann auch nur den Block C, wo das Klo abgetrennt ist und der Platz genügend. Dort, wo die Typen liegen, die hier drinnen betrügen. Man bekommt bessere Drogen im Knast, es herrschen nur Nazis. Und die Auswahl ist riesig, Tabak und Kaffee bezahlt sie. Ich geh täglich 11 Stunden schuften für 1,30 €. Ich hab seit einem Jahr Kopfschmerzen und weiter, ich weiß nicht. Ich würd gern mal wieder schreiben, aber das Papier ist nicht billig. Spar für später den Neuanfang. Will ich. Mein Kind und meine Frau sitzen draußen, aber warten nicht. Ich will meine Kleine wieder halten, ich lieb sie, aber sag's. Manchmal kommen sie vorbei, meistens alle halbe Jahre wieder. Ich darf mein Kind nicht drücken, dafür sing ich ihr Lieder. Aber was ist, wenn morgen nichts ist? Wenn es morgen vorbei ist und du noch nicht frei bist. Was ist, wenn die Welt morgen stoppt? Aber ich schaff das schon, ey, irgendwie schaff ich's schon. Was ist, wenn morgen nichts ist? Wenn es morgen vorbei ist und du noch nicht frei bist. Was ist, wenn die Welt morgen stoppt? Aber ich schaff das schon, irgendwie schaff ich's schon. Die Bestrafung hier ist schwer und trägt lange harte Folgen. Kettenbett angeschnallt, es gilt wie Kraft zu vergeuden. Besucherraum mit Glaswand, wenn der Wärter letzte Nacht mal nicht auf seine Frau dorft, dann hält er dich eben in Schach. Sie sind unsere Sklaven, müssen tun, was wir ihnen sagen. Und weil sie das wissen, werden sie zu unseren Plagen. Sie lassen dich vom Freigang bücken und aus Splitterfaser nackt. Im 21. Jahrhundert fühlt man sich nicht im Knast. Aber ich pack das schon, ich halte das durch für meine Kleine. Vielleicht klappt ja alles wieder, ich bring es wieder ins Reine. Noch ein paar Jahre wegen Drogen und Betrug vom Gericht. Aber es ist mir egal, hier übe ich eben Verzicht. Verzicht auf meine Hygiene und Verzicht auf meine Liebe. Verzicht auf Antworten und Verzicht auf die Briefe. Verzicht auf Sonnenlicht und Verzicht auf stressfreie Tage. Aber Schluss, ich muss noch beten, heute ist Heiligabend. Aber was ist, wenn morgen nichts ist? Was ist, wenn die Welt morgen stoppt? Was ist?